Heute zeige ich euch ein Bratapfel-Spekulatius-Schichtdessert mit einem dunklen Biskuitboden, welches sich perfekt für die Weihnachtsfeiertage eignet. Das Rezept reicht für 3 Dessertgläschen, bei mehr Personen einfach die Mengen anpassen. Als erstes beginnen wir mit dem Biskuitboden. Den Backofen könnt ihr schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Zuerst trennen wir die 2 Eier und schlagen das Eiweiß mit einer Prise Salz steif. Danach das Eigelb mit dem lauwarmen Wasser schaumig rühren und den Zucker und Vanillezucker hinzugeben. Das Ganze mindestens 5 Minuten lang durchrühren, bis die Masse weißlich geworden ist. Nun mischt ihr die trockenen Zutaten zusammen und siebt sie in die Eigelbmasse. Dann gebt ihr gleich das geschlagene Eiweiß dazu und hebt das Ganze vorsichtig unter, bis sich ein geschmeidiger Teig gebildet hat. Ich habe bei mir noch einen Schuss Milch hinzugegeben, da mein Teig noch etwas zu dickflüssig war. Nun nehmt ihr eine Springform mit 24 cm Durchmesser, legt diese mit Backpapier aus und füllt den Teig hinein. Den Boden backt ihr nun für 20 bis 25 Minuten auf mittlere Schiene. Danach lasst ihr den fertigen Boden auskühlen. Nun geht es weiter mit der Creme. Zuerst zerkleinern wir die Spekulatius. Für die Creme den Quark, die Mascarpone, den Zucker und Vanillezucker geschmeidig rühren. Dann könnt ihr die zerbröselten Spekulatius unterheben, bis sich alles gleichmäßig vermengt hat. Die Creme danach kalt stellen. Für die Bratapfelmasse die Äpfel schälen und klein schneiden. Das Ganze in einen Topf geben und mit Zucker, Zimt und einer halben ausgepressten Zitrone vermischen und ca. 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis die Äpfel weich sind. Ich hatte noch offene Mandelblättchen da, die ich in einer Pfanne angeröstet habe und dann mit zu den Äpfeln gegeben habe. Wenn alles abgekühlt ist, kann es mit dem Schichten losgehen. Da ich keinen runden Ausstecher daheim habe, habe ich mir einfach ein Glas in der passenden Größe genommen und 6 Kreise aus dem dunklen Biskuit ausgestochen. Nun schichten wir zuerst den Biskuit, dann die Creme und die Äpfel übereinander. Zum Tränken des Biskuits habe ich einen Espresso genommen, damit dieser nicht zu trocken ist. Das könnt ihr aber auch einfach weglassen oder was anderes passendes dafür nehmen. Wie ihr seht, wollte ich die Creme zuerst mit einem Spritzbeutel auftragen. Das hat leider nicht so gut funktioniert,
weil die Creme zu fest war. Stattdessen habe ich einfach 2 Teelöffel zum Schichten genommen. Danach kommt die Apfelmasse und das Ganze macht ihr, bis euer Glas voll ist. Ihr könnt das Ganze noch mit Zimtstangen, Spekulatius oder anderen leckeren Sachen dekorieren. Und fertig ist euer weihnachtliches Dessert. Guten Appetit!